Gähnende Leere im Zentrum von Paris. Ab Dienstagmittag sollte auch hier die weitgehende Ausgangssperre gelten, wie im gesamten Frankreich. Die Regierung Frankreichs hatte erklärt, sie wolle 100.000 Polizisten mobilisieren, um diese weitgehende Ausgangssperre im ganzen Land durchzusetzen. Eine Studentin auf dem Weg zur Arbeit und ein deutscher Tourist sagten zur aktuellen Lage: Entlang der Straße Champs-Élysées sind normalerweise Massen von Touristen unterwegs. Jetzt ist da praktisch niemand mehr zu sehen. Ich denke, es ist ein wenig merkwürdig, diese Umgebung jetzt so zu sehen. Du wunderst dich, was hier los ist, falls es mal wieder besser wird. Die Regierung hat gesagt, die Quarantäne werde rund 15 Tage dauern. Sie wissen es in Wirklichkeit auch nicht. Es ist ein wenig sonderbar. Es ist verrückt, es ist so leer. Ich war vor 2 Jahren hier. Ja, es ist verrückt. Ich kann es nicht erklären. Präsident Emmanuel Macron hatte am späten Montagabend gesagt, das Land befinde sich im Krieg gegen das Coronavirus. Es seien nur noch Ausgänge gestattet für Lebensmitteleinkäufe, als notwendiger Arbeitsweg, für angemessene Körperertüchtigung oder für medizinische Zwecke. Frankreich hat in etwa so viele offiziell gemeldete Infektionsfälle wie Deutschland. Allerdings starben dort bisher rund 10-mal so viele Menschen wie hierzulande.